Günter Caravaning in Eigenzell. Ich bin heute für euch hier in Eigenzell bei Günter Caravaning, aber das hat natürlich einen ganz besonderen Grund, denn hier bei mir ist der Jonathan. Oder stell dich nochmal komplett vor. Gute, ich grüße euch, ich bin der Jonathan Felix hier bei Günter Caravaning in Eigenzell. Darf euch alle herzlich zu unserer Hausmesse einladen. Die ist nämlich am Samstag und Sonntag, den 23. bzw. den 24. März. Mit großem Programm. Wir haben unsere Ausstellung offen, jede Menge Aussteller, es gibt Essen und Getränke. Es sollte, denke ich, für jeden was dabei sein, also Bundesprogramm für Jung und Alt. Ja, prima. Wir gehen mit euch schon mal ganz kurz über den Platz. Ich habe ja gerade schon ein bisschen was gefilmt. Ich werde euch mal von oben das Ganze zeigen, welche Fahrzeuge in der Ausstellung hier präsentiert werden, die auf euch warten für die nächste Campingsaison, die ja ansteht, 2024. Und die Hausmesse lädt eben dazu ein, gerade sich neu zu orientieren und sich die Fahrzeuge hier vor Ort anzuschauen. Ja, welche Fahrzeuge haben wir denn in der Ausstellung? Ja, jetzt hier zum Beispiel von den teilintegrierten auf Bulli-Basis, schön als Weinsberg Sonderedition. Bis hinter mir die Knaus-Wohnwagen oder die Tabard-Wohnwagen. Bis man sieht es da in der Ferne, die voll integrierten, ist, denke ich, für jeden was dabei. Jede Größenordnung, jedes Interieur und jeder Grundriss. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Plateau, sage ich jetzt mal, oder in der Ebene 1, will ich mal sagen, wo die Wohnwagen von Knaus, von Weinsberg, von Tabard stehen. Wir gehen mit euch gerade noch mal in die zweite Etage und laufen einfach schon mal hier hoch. Und da sehen wir natürlich, dass wir verschiedene andere Fabrikate eben auch noch haben. Also einmal der VW Bulli, dann Fahrzeuge auf Mercedes-Basis. Oder was haben wir noch? Genau, wir haben ganz klassisch die Fiat- oder Peugeot-Modelle. Auf unserer Linken dann auch auf MAN-Basis beziehungsweise ein kleines Stückchen weiter auf Crafter-Basis, auch vom VW-Konzern. Und einmal ganz gerade durch, seit ein paar Jahren zumindest in der Knaus-Tabard AG neu im Geschäft Ford. Das heißt, auch wenn man ein bestimmtes Fabrikat von Chassishersteller sehr gerne hat und lieben gelernt hat, findet man bei uns sicherlich eine ganz gute Auswahl. Ja, ihr bietet natürlich am Tag der offenen Tür nochmal das Programm. Also für Essen und Getränke ist hier gesorgt. Und es ist, glaube ich, auch noch die Polizei vor Ort, gell? So habe ich was gehört. Absolut, genau. Da wird es eine kleine Überraschung geben. Ja, warum die Polizei? Weil gerade bei Fahrzeugen, die natürlich eine gewisse Nutzlast haben, man räumt das ein, man räumt jenes ein und man tut manchmal das Ganze aus den Augen verlieren, was man alles eingeräumt hat. Und deswegen, also keine Angst, ihr bekommt keinen Strafzettel, nein, sondern die Polizei informiert lediglich und ihr könnt euer Fahrzeug verwiegen lassen, damit man mal weiß, wo man eben gewichtsmäßig steht. Absolut, ganz charmante Sache. Man weiß wenigstens, was drin ist. Genau. Ja, in welchem Bereich sind wir denn jetzt hier angekommen? Genau, hier, man sieht es, stehen auch einige Gebrauchtfahrzeuge von uns rum. Das heißt, vom Teilintegrierten über den Kastenwagen bis unten auch ein paar Wohnwagen haben wir alles auch in natürlich kleinerer Form als Gebrauchtfahrzeuge da, die bei uns in der Vermietung laufen. Ja, ihr habt es richtig gehört, bei uns kann man nicht nur Fahrzeuge kaufen, sondern bei uns kann man auch die Fahrzeuge mieten. Wir bieten da auch, wie gesagt, über den Kastenwagen, den Teilintegrierten, die Wohnwagen, alles an, was man sich bei uns mieten kann, auch wenn man mal sagt, man will ausprobieren. Das heißt, ich brauche nicht direkt ein Fahrzeug kaufen, sondern ich miete es mir erstmal, schaue, ob es was für mich ist, insbesondere für die Neueinsteiger unter uns. Und dann kann ich sagen, jawohl, das soll es sein. Und dann komme ich im Herbst wieder und kann den kaufen. Genau, das ist natürlich eine ganz tolle Sache, das Ganze erstmal auszuprobieren. Und ja, wir schauen noch mal weiter. Ihr habt nämlich auch noch eine große Werkstatt.
Weil genau. Ihr verkauft nicht nur Fahrzeuge, sondern ihr macht auch die Wartung dran, Gasprüfung, also egal was für Umbauten sind, das Ganze wird eben hier eben auch durchgeführt. Definitiv. Insbesondere Dichtigkeitsprüfung und alles, was dazugehört, Garantiearbeiten, sind unsere Jungs die richtigen Ansprechpartner. Ja, hier haben wir nochmal einen Bremsenprüfstand. Also ihr macht auch die Hauptuntersuchungen hier an den Fahrzeugen. Genau, TÜV AU kommt wöchentlich zu uns. Das heißt, einfach anrufen, Termin machen. Wir prüfen das Fahrzeug vorher auch, dass es ja bestanden wird. Und ja, dann. Wir sind jetzt hier in eurer Werkstatt, beziehungsweise gehen wir mal rein. Da haben wir die Auslieferungshalle. Hier werden auch Neufahrzeuge dann ausgeliefert. Und hier haben wir im Prinzip Fahrzeuge jetzt hier in der Werkstatt stehen, die dann natürlich zur Messe ein bisschen umfunktioniert wird mit ja, Kaffee und Kuchen, ne? Oder was? Ganz genau. Jetzt hier im hinteren Bereich so ein bisschen die Fahrzeuge, die warten. Vorne unsere zwei großen Hebebühnen. Davor versteckt sich ja unsere Werkstatt leider. Hallo. Das heißt, von oben, von unten, man kann alles am Fahrzeug durchführen. Ja, Jonathan, wo sind wir jetzt hier gelandet? Ja, hier sind wir bei unseren kompetenten Damen aus dem Service. Alles von der Auftragsannahme zur Abwicklung wird Ihnen hier geholfen. Ja, wird also hier angenommen, Reparatur und so weiter, ne, mit Termine gemacht. Und dann genau. Werden diese Wünsche, die die Kunden haben, hier umgesetzt. Genau, von das. Der Dichtigkeitsprüfung über Einbauten, hier geht's los. Gut, dann schauen wir nochmal weiter. Ja, wir waren im Servicebereich und sind jetzt hier draußen. Natürlich kann man auch Gasflaschen sich hier erwerben. Und jetzt gehen wir mal hier wieder in den Verkauf. Da ist er wieder. Ja, was für einen Bereich haben wir jetzt hier? Genau, hier sage ich mal so ein kleiner Wartebereich von uns. Das heißt, wenn ihr zu einer Dichtigkeitsprüfung kommt, ungefähr eine Stunde dauert das, braucht ihr nicht einfahren. Könnt euch hinsetzen, einen schönen Kaffee trinken, ein Wässerchen und sich die Zeit gut gehen lassen. Ja, hier ist nochmal der Hinweisschild auf die Einladung zur Frühjahrsmesse 2024 vom Samstag, der 23.03. bis zum Sonntag, den 24.03. Und im Hintergrund sehen wir natürlich auch den Berger Shop, wo man sich ausrüsten kann. Absolut. Alles ja? An Zubehör, was man gebrauchen kann oder vielleicht auch nur nice to have ist. Bei uns unten im Fritz-Berger Shop. Ja, dann bedanken wir uns. Wir beide haben das ganz kurz vorgestellt. Kommt hierher auf die Messe, hier nach Eigenzell und nutzt die Gelegenheit. Ich sage Dankeschön und tschüss. Bis demnächst. Tschüss. Wir sehen uns auf der Messe. Tschüss. Ja, dann gehe ich mit euch nochmal in die Luft, um euch den ganzen Fuhrpark von Neufahrzeuge euch noch einmal von oben zu präsentieren. Wie gesagt, hier haben wir die Abteilung Wohnwagen und hier nochmal das Büro- und Verkaufsgebäude von Fritz Berger, die Werkstatt, der Servicebereich und jede Menge Fahrzeuge stehen hier zur Verfügung. Im Hintergrund sehen wir die Auffahrt auf die A66, also direkt an der A66 B27 in Eigenzell. Kommt vorbei auf die Hausmesse von Günter Caravaning in Eigenzell vom 23.03. bis 24.03. Ja, überall Fahrzeuge für die neue Camping-Saison 2024. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich, möchte aber auch noch an dieser Stelle die Information hier nochmal einblenden. Einladung zur Frühjahrsmesse 2024 und es werden von uns noch einzelne Fahrzeuge hier auf unserem Kanal vorgestellt. Der heutige Beitrag dient lediglich dazu, euch zu informieren, dass die Hausmesse eben zu diesem genannten Zeitpunkt stattfindet. Ja, der Wohnwagen oder auch Wohnmobilbereich, ich hatte es eben schon mal angesprochen, wir werden also einzelne Fahrzeuge auch im Inneren
präsentieren für all diejenigen, die vielleicht von weiter weg her jetzt nicht an diesen beiden Tagen anreisen können, werden wir also auch hier Fahrzeuge präsentieren. Dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Wir freuen uns auf euer Kommen, die Firma Caravan Günder in Eichenzell. Ja, wir werden natürlich an beiden Tagen hier vor Ort sein und von der Messe berichten. Man sieht sich. Tschüss.